Ja, hallo, guten Morgen zusammen. Erstmal Sven und Monika, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Vielen Dank auch, dass ihr euch entschieden habt, mal in Ostwestfalen-Lippe zu tagen. Finde ich sehr gut. Habe vorhin schon einige Rheinländerinnen und Rheinländer gehört, die gesagt haben, boah, bin ich früh aufgestanden, 2 Stunden hierher gefahren. Ich weiß, sage ich nur, und wir wissen auch, also ich habe schon ein paar Höxteraner gesehen, wenn wir zu so einer Veranstaltung nach Köln oder Düsseldorf kommen, fahren wir in der Regel um 6.41 Uhr oder 7.22 Uhr los. Von daher freuen wir uns, dass ihr euch heute alle auf den Weg gemacht habt, hierher nach Bielefeld. Ja, Bielefelderinnen und Bielefelder, in der Tat ist es so, dass seit 1979 die Grünen hier aktiv sind, kommunal. Das ist auch mir sozusagen in mein politisches Aktivitätsgehen eingeimpft worden, glaube ich. Lisa und Rainer wurden vorhin erwähnt, Marianne ist hier, viele von euch kennen sie, Klaus und viele andere sind da. In der Tat, 1979 haben die Grünen hier angefangen, da lebte ich noch am Niederrhein im Kreis Kleve in Strahlen und ging dort noch zum Mädchengymnasium Geldern. Aber seit dieser Zeit sind die Bunte Liste Bielefeld aktiv gewesen und sind gewachsen, wie so oft, das kennt ihr ja vor Ort auch, an einem Großprojekt in Großmannssucht entstanden zwischen beiden großen Volksparteien, dem Bau des Ostwestfalendamms und dem größten Sanierungsgebiet in ganz Nordrhein-Westfalen. Das hieß damals zwar schön Sanierungsgebiet, hieß aber eigentlich Stadtzerstörung und beinhaltete eine Riesenabrisswelle. Die Grünen zogen damals ganz kraftvoll als Bunte Liste in den Stadtrat ein, lösten damit sehr großes Befremden aus. Also es gibt viele Geschichten darüber, die will ich euch heute nicht erzählen, weil ich kann sie auch nur aus zweiter oder dritter Hand erzählen. Ich war damals nicht dabei. Ich bin 1989 zu den Grünen gekommen, hier in Bielefeld, als parteilose Initiativenvertreterin. Habe ich bis 1994 Politik für und mit den Grünen gemacht und habe mich eigentlich dann gefragt, warum habe ich eigentlich 5 Jahre gebraucht, um mir zu überlegen, bei den Grünen Mitglied zu werden. Mich hält eh jeder für eine Grüne und bin dann erst bei den Grünen eingetreten. Ja, wir wollen heute aber darüber reden und ich finde es klasse, dass wir es so aufgeteilt haben, dass das meiste in Workshops läuft, weil die Tatsache, dass wir ja die Kommunalwahl mit dieser lokalen Denkfabrik auch vorbereiten. Ich glaube, dass wir in großem Maße davon profitieren können, wie die Debatten zu den jeweiligen Themen bei euch vor Ort sind. Und die sind so vielfältig und so verschieden und doch wieder so ähnlich, dass wir, glaube ich, in dem Workshop-Charakter in hohem Maße davon profitieren können, wenn wir uns nachher dann in kleineren Gruppen über die Themen austauschen. Monika und Sven hatten mich gebeten über die Frage bundespolitischer Rahmen und wie wichtig ist das eigentlich für die Kommunen, was zu sagen. Und ich glaube, das ist uns und euch allen klar, die vor Ort Lokalpolitik machen, dass ihr in unglaublich hohem Maße angewiesen seid auf die Frage, wie sind die Rahmenbedingungen des Landes, NRW. Da muss man jetzt mal sagen, haben wir versucht aufzuholen, nachzuholen, was Schwarz-Gelb in ziemlich vielen 5 Jahre können verdammt lang sein, an Fehlentscheidungen getroffen hat. Und wenn ich sehe, dass allein im Kita-Ausbaubereich und im Kibitz-Gesetz sozusagen mittlerweile 440 Milliarden Euro zusätzlich von der Landesebene bereitgestellt werden müssen, die einfach den Kommunen in der Zeit von Schwarz-Gelb nicht überlassen worden sind, dann sieht man, was das für eine Riesenbaustelle ist und wie weit ihr auch abhängig seid von den jeweiligen Landesentscheidungen, von den Bundesentscheidungen und von den Rahmenbedingungen, die wir da gemeinsam setzen, weil sowas könnt ihr einfach alleine nicht stemmen und das ist völlig klar. Zu den bundespolitischen Fragen. Ich weiß, dass wir in erster Linie insbesondere mit euch im Bergischen, im Ruhrgebiet, aber auch in anderen Teilen des Landes natürlich ganz oft über die Rahmenbedingungen, die die Finanzen betreffen, diskutieren und diskutieren müssen. Das ist auch absolut notwendig, weil die Finanzlage natürlich insbesondere hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Rheinland-Pfalz, aber auch im Saarland mittlerweile so dramatisch ist,
dass die Kommunen entweder im Nothaushalt oder in der Haushaltssicherung sind und selbst so eine Stadt wie Bielefeld, die eigentlich immer drum rumschifft und immer dran vorbeigleitet, so massiv betroffen zu sein wie ihr. Wir sitzen im Moment eben auch in einer Konsolidierungsrunde nach der anderen. Ihr werdet im Ruhrgebiet sagen, na ja, diese Kleinigkeiten, die ihr da einzusparen habt, die sind ja noch harmlos. Aber auch uns in so einer Stadt, die eigentlich immer noch auf Gewerbesteuereinnahmen bauen kann, trifft es. Und das macht ja deutlich, wie dramatisch die Lage ist. Ich habe das Gefühl, dass auf der Bundesebene, auch in unserer Bundespartei, das schlägt sich auch im Bundestagswahlprogramm nieder, der Blick auf die Kommunen mittlerweile klarer ist, intensiver ist und bewusster ist, dass wir in ganz hohem Maße eine kommunal verankerte Partei sind und auch in diesem Bereich von Berliner Ebene, von der Düsseldorfer Ebene, aber auch der Europaebene, die wird Sven ja nachher ansprechen, was tun müssen und Rahmenbedingungen für euch setzen müssen, weil sonst entziehen wir euch einfach nach und nach den Gestaltungsspielraum für eigenständiges Handeln vor Ort. Und da ist natürlich das Thema Gemeindefinanzen und die Finanzlage einer der zentralen Punkte, aber nicht der einzige. Ich will trotzdem erst kurz dazu was sagen. Es ist einfach so, dass durch die Erholung der kommunalen Finanzlage insgesamt auf Bundesebene, die rein konjunkturbedingt ist, wenn ihr die großen Unterschiede zwischen 2007 und 2009 und jetzt seht, weiß man ganz genau, das ist eine Momentaufnahme, die ist überhaupt nicht sozusagen einplanbar für euch lokal als eine stabile Größe, dann werde ich auf Bundesebene ganz oft damit konfrontiert, nach dem Motto, was regst du dich da eigentlich so auf? Die Konjunkturentwicklung ist doch super. Bei den Kommunen gibt es doch einen Haushaltsüberschuss in Höhe von 1,8 Milliarden allein in 2012. Und wir können dir mal die Ergebnisse vorlegen für 2013 und 2014, die Prognosen. Das wird doch schon. Und das ist oft sozusagen der Verweis darauf, dass der Bund sich aus bestimmten Fragen auch zurückziehen kann. Das ist natürlich A, eine totale Momentaufnahme, B, ist das eine Bundesdurchschnittsbetrachtung, die mit der Lebenswirklichkeit und der Realität der Finanzlage auch gerade der Kommunalen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Bremen und andere nichts zu tun hat. Aber es ist sozusagen ein Berliner Diskurs, der natürlich sehr verbreitet ist. Nicht gesehen werden dabei oft die Frage des Gesamtstandes der Verschuldung, allein 85 Milliarden Euro, 48 Milliarden Euro Kreditmarktschulden. Das heißt, eigentlich liegen bei der kommunalen Ebene 132,9 Milliarden Euro Schulden bundesweit. Davon ein ganz großer Anteil bei uns. Insbesondere bei den Kreditmarktschulden, den sogenannten Kassenkrediten, liegen bei uns von den bundesweit 48 Milliarden Euro über 20. Das ist keine besonders rühmliche Situation, das ist eine dramatische Situation. Und für all diejenigen von euch, ich sehe ja viele, die gerade aus den betroffenen Städten und Gemeinden kommen, ist das natürlich eine wahnsinnige Entwicklung. Wir haben dazu gleichzeitig einen kommunalen Investitionsstau von 128 Milliarden Euro. Das ist keine Zahl der Grünen, sondern das ist eine sehr, sehr fundierte neue Erhebung vom Ende Mai der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die in einer sehr intensiven Befragung sämtliche Kommunen, ob groß oder klein, ob im ländlichen Bereich oder eher städtischen Milieu, befragt hat. Und wir haben hier eine Steigerung allein in 3 Jahren von 28 Milliarden Euro. Das ist dramatisch und das zeigt, dass wir neben der Frage des Abbaus der Verschuldung und der Frage, wie kann eigentlich eine Mindestfinanzausstattung der Kommunen aussehen, natürlich gerade im Thema Investitionsstau und was können wir eigentlich da an Rahmenbedingungen setzen, bundesmäßig, landesmäßig, für die Kommunalos, weil das ist ja die Frage von Zukunftsinvestitionen, also in Bildungseinrichtungen, in öffentliche Gebäude, in Straßen, in Erhalt sozusagen der Infrastruktur. Was können wir eigentlich da tun? Und natürlich haben wir in Bezug auf die Frage Programm das Thema Finanzkraft der Kommunen.
Die Frage der sozialen Kosten darf man an der Stelle natürlich nicht aus dem Blick verlieren. Das ist eine der zentralen Fragen, die eigentlich eure Verschuldungssituation vor Ort immer dramatischer steigen lässt und die Handlungsspielräume immer kleiner werden lässt, Entscheidungen getroffen. Aber das ist nur ein Teil, glaube ich, der Betrachtung, der ist sehr wichtig, der ist auch notwendig. Hier gibt es auch eine unglaubliche Anforderung an uns für mögliche Koalitionsverhandlungen, für den Fall, dass wir die Chance haben auf Regierungsbeteiligung, in dem Feld für Entlastung zu sorgen, weil ihr seid einfach kommunal natürlich nicht in der Lage, gesamtstaatliche Aufgaben der Sozialpolitik zu lösen, zu beeinflussen. Ihr seid Finanzier, ihr müsst das zahlen, ihr habt null Gestaltungsspielraum, null Einfluss darauf, wie sich die Kosten der Unterkunft entwickeln, wie sich die Kosten der Eingliederungshilfe entwickeln oder der Grundsicherung im Alter. Und deshalb bin ich froh, und das ist das Einzige, was wir eigentlich im positiven Sinne zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Grün, denn ohne die rot-grünen Länder im Bundesrat wären wir auch zu dem Ergebnis nicht gekommen, dass ab dem Jahr 2014 die Grundsicherung im Alter zu 100% vom Bund übernommen wird und die auch spitz abgerechnet wird. Das sind 4 Milliarden Euro plus Steigerungen, denn das Thema Altersarmut wird ein ganz zentrales werden. Da sind wir noch längst nicht sozusagen an der Grenze angekommen, der Tatsache Grundsicherung im Alter. Was bedeutet das in der Zukunft? Von daher finde ich, da gibt schon mal eine spürbare Entlastung, die ist wichtig, die ist notwendig, aber die kann natürlich nicht isoliert betrachtet werden. Wir müssen auch in Bezug auf die anderen sozialen Sicherungssysteme überlegen, wo können hier Übernahmen der sozialen Sicherung, der Pflichtleistungen weiter übernommen werden, damit ihr praktisch dann die Spielräume auch habt zur Konsolidierung oder zur eigenen Gestaltung dieser sogenannten freiwilligen Aufgaben. Weil was sind sozusagen schon sogenannte freiwillige Aufgaben? Viele von uns würden die natürlich immer definieren, auch als notwendige Aufgaben einer Stadt und Gemeinde, um ein lebendiges Gemeinwesen zu haben. So, und weil die Finanzsituation so dramatisch ist, muss sich auch im Bundestagswahlkampf, glaube ich, diese Verknüpfung, was bedeutet Berliner Politik für die Städte und Gemeinden, die müssen wir spielen, die müssen wir nach außen bringen, die müssen wir darstellen. Und deshalb ist diese Frage mit unseren steuerpolitischen Vorstellungen auch eine ganz zentrale in Bezug auf die Frage Einnahmesituation der Kommunen. Mit unseren Vorstellungen der Einkommensteuerreform werden wir den Kommunen 2 Milliarden Euro Mehreinnahmen ungefähr eröffnen können. Und das ist wichtig. Und wenn ihr euch anguckt, wie das Gegenkonzept ist, nämlich insbesondere die FDP sagt es ja ganz laut, dass sie für Steuersenkungen ist, dann weiß man, dass jeder Steuersenkungsbeschluss die Kommunen am Ende auch was kostet. In der letzten Legislaturperiode können wir davon ausgehen, dass insgesamt die kommunale Ebene mit Mindereinnahmen von 5,2 Milliarden Euro belastet worden ist durch verschiedene Steuersenkungsbeschlüsse, die sich im Bürgerentlastungsgesetz, im Wachstumsbeschleunigungsgesetz und in vielen anderen Gesetzen, die vielleicht erstmal ganz freundlich daherkommen in ihrer Begrifflichkeit, die aber letztlich für die kommunale Ebene bedeuten, dass ihr weniger Geld zur Verfügung habt und damit gleichzeitig auf der anderen Seite über Gebührenerhöhungen diskutieren müsst, über Schließung von Stadtteilbibliotheken oder Schwimmbädern oder anderen Dingen. Und das, diesen Zusammenhang, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir versuchen, den herzustellen. Das ist euer tägliches Brot und Erleben sowieso. Und ich glaube, dass wir zum einen, um in der Sache über ein lebendiges Gemeinwesen reden zu können, verpflichtet sind, hier was zu liefern. Und zum anderen ist es ja auch so, ich habe ja selber 11 Jahre Kommunalpolitik gemacht, man möchte ja auch nicht nur Mangel verwalten, man möchte ja auch was gestalten, man möchte was verändern, man möchte sozusagen dieses lebendige Gemeinwesen ja auch mit Ideen füllen können. Und deshalb braucht ihr natürlich diesen lokalen Handlungsspielraum ganz, ganz notwendig.
Also hier gibt es Vorschläge, hier haben wir uns programmatisch verständigt und da haben wir auch insbesondere aus Nordrhein-Westfalen ja, glaube ich, ziemlich viel zusammengeackert. Da merkt man dann auch, wenn die kommunale, die Landes- und die Bundesebene miteinander sich verzahnen und da an einem Strang ziehen, dann klappt das auch, dann bildet man sozusagen auch so viel, hat man so viel im Rücken, dass das auch gelingen kann. Deshalb haben insbesondere wir und die Rheinland-Pfälzer das Thema soziale Kosten und Übernahme durch den Bund zum Thema gemacht. Wir haben das aber alles noch nicht auf der Habenseite. Erstmal müssen wir die Wahl gewinnen. So, und danach müssen wir mit einem möglichen Koalitionspartner darüber verhandeln und den werden wir natürlich auch in die Mangel nehmen, weil Nordrhein-Westfalen wird rot-grün regiert und Rheinland-Pfalz auch und Bremen auch. Das sind schon mal gute Voraussetzungen, dieses Thema auch zu setzen. Ich will jetzt ganz kurz noch zu ein paar anderen Punkten was sagen, weil wir immer nur auf, also ganz oft hauptsächlich auf die Finanzebene gucken. Aber bei den Workshops, Gott sei Dank, heute auch nicht nur. Wir haben natürlich in diesem ganzen Bereich notwendige Investitionen in Klimaschutz, Städtebau, Wohnen, Bildung. Da haben wir die ganze Thematik Anhebung der Bundesmittel für Städtebauförderung. Wie man in so einer Situation, wo man weiß, 128 Milliarden Euro Investitionsstau, die Städtebaufördermittel von 600 Millionen Euro kürzen kann auf 450 Millionen, ist mir völlig schleierhaft. Das ist jenseits sozusagen der Notwendigkeit auf der lokalen Ebene. Und deshalb haben wir im Programm zusammen ja auch hingekriegt, dass wir sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine Erhöhung. Wir brauchen eine Annäherung in Richtung des tatsächlichen Bedarfs und haben schon mal erstmal 700 Millionen Euro auch in unser Finanzierungskonzept durchfinanziert, bereitgestellt, weil wir sagen, in der Städtebauförderung muss mehr passieren. Dann die Frage Kommunen in prekären Haushaltslagen. Ihr könnt ja ganz oft an Förderprogrammen, sowohl der europäischen, der Bundes- als auch der Landesebene, gar nicht teilnehmen, weil euch die Kofinanzierung nicht mehr möglich ist durch die Notlagensituation in den Haushalten. Hier eine Idee zu entwickeln, wie wir gerade Kommunen, die in der Haushaltssicherung sind, an Förderprogrammen partizipieren lassen, ohne dass sie ihren hohen Anteil zahlen müssen. Also, dass wir sie freistellen von den Anteilen. Das ist eine weitere Idee, die wir entwickelt haben. Dann die Frage Energiesparfonds, dessen Ausstattung jährlich in Höhe von 3 Milliarden Euro zum Abbau der klima- und umweltschädlichen Subventionen und gleichzeitig zum Thema energetische Sanierung vor Ort. Das ist ja was, was wir zwar auf Bundesebene festsetzen, wo wir vielleicht auch ein paar übergeordnete Dinge finanzieren wollen, aber gleichzeitig ist das was, was sehr konkret und präzise in das Thema energetische Sanierung vor Ort gehen soll. Hier würden wir auch vorschlagen, ein kommunales Programm zu entwickeln. Das Thema Gebäudesanierungsprogramm, auch in dieser Richtung ist gekürzt worden, wollen wir anheben, weil es natürlich völlig konträr läuft zu den Notwendigkeiten, sowohl klimapolitisch als auch Investitionsstau, investitionsmäßig. Dann das Thema Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Ihr wisst, ich könnte da verrückt werden, wenn ich sehe, wie gestern, dass wir wieder über das Betreuungsgeld diskutieren und jetzt ein wundersames Betreuungsergänzungsgeldgesetz machen, in dem dann auch noch Versicherer davon profitieren können, dass man demnächst für Bildungssparen Verträge bei Versicherungen abschließt. Ich meine, mich wundert das nicht, dass ausgerechnet die FDP insistiert hat, dieses Ding jetzt auf die Beine zu stellen. Wir haben gestern in namentlicher Abstimmung nochmal die Streichung des Betreuungsgeldes und des Einsatzes dieser 1,4 Milliarden Euro für die kommunale Ebene, für den Ausbau des Kita-Ausbaus und die Frage von Qualität bereitzustellen, gestellt. Ihr könnt das alle nachgucken. Es gibt mittlerweile ja auch Abgeordnete, die sich vor Ort einen schlanken Fuß machen und sagen, oh, ich war eigentlich gegen das Betreuungsgeld. Also wir haben es gestern namentlich abstimmen lassen. Guckt euch an, wo ihr FDP-Abgeordnete habt. Die haben ja in ihrem Programm die Abschaffung. Gestern haben sie aber die Ergänzung dieses ganzen Dings noch durch dieses sogenannte Bildungssparen entwickelt. Ein ganz wichtiger Bereich. Hier würden wir das Geld sofort umlenken, wenn wir die Chance auf Regierungsbeteiligung hätten. Ich gucke jetzt mal in Richtung von Sven und Monika, ich höre gleich auf. Dann haben wir das ganze Thema
Umstrukturierung der Städtebauförderung habe ich jetzt nur, da können wir in den Workshops im Detail einsteigen. Wir haben ja ein Problem, dass wir eigentlich super gute Erfahrungen gemacht haben mit dem Thema soziale Stadt. Und es ist aber so, dass insbesondere die FDP findet, dass das alles bekloppt ist, dass wir hier versuchen, Sozialpolitik mit Städtebauförderpolitik zu verbinden. Und deshalb ist dieses Programm jetzt über die letzten 3 Jahre massiv gekürzt und eingeschränkt worden. Und das ist eigentlich was, was wir aus der lokalen Ebene ganz genau wissen. Das stadtteilbezogene Gemeinwesenarbeit, das Quartiersarbeit, dass die Verbindung von sozialer Arbeit und Städtebauprojekten in diesem Projekt Soziale Stadt im Kern so wesentlich sind und so wichtig sind für die lokale Ebene. Also das werden wir, es ist auch bei uns völlig klar und einig, unbedingt wieder reaktivieren und ausbauen. Das ist jetzt auf eine Rumpfgröße von 40 Millionen Euro zusammengestutzt worden. Und das ist natürlich total falsch. Auch gestern nochmal in der letzten Bundestagswoche die Frage Mietpreissteigerung, Mietpreisbremsen. Ich weiß, dass das lokal nicht für alle von euch von Relevanz ist, insbesondere im ländlichen Bereich, wo wir das Thema demografischer Wandel, Leerstände und so weiter zu bearbeiten haben, ist das nicht das Thema. Aber wenn ich nach Köln, Münster, auch Teilgebiete von Bielefeld gehe, dann weiß ich, dass das ein Riesenthema ist bei Neuvermietung, nicht nur bei Neubau. Und da ist es ja so, wenn ihr euch das ansieht, was sich da die CDU im Moment leistet, ist es wirklich verrückt. Jeder weiß, gerade in den Ballungsgebieten ist da unheimlicher Druck drauf, ist da unheimlicher Druck für die kommunale Ebene, damit umzugehen, was das bedeutet in der Entwicklung für Menschen, die geringere Einkommen haben für Entwicklung von ganzen Stadtgebieten. Die Kanzlerin hat sich ja jetzt für eine Mietpreisbremse ausgesprochen. Gestern hat aber die CDU natürlich klar eine Mietpreisbremse abgelehnt. Das sind so Sachen, wo wir auch im Wahlkampf, glaube ich, zwischen der lokalen Ebene, kommunalen Ebene und der Bundesebene sehr gut zusammenwirken können, unsere Argumente verbinden können. Und als letztes will ich noch kurz ansprechen, wir können, was die sozialen Leistungen angeht und die sozialen Sicherungssysteme angeht, natürlich nur eine Chance haben, wenn klar ist, dass wir im gesamten Bereich Sozial- und Arbeitsmarktpolitik auch zu Veränderungen kommen. Also wenn wir über die Frage Grundsicherung im Alter reden, wenn wir über das Thema Kosten der Unterkunft reden, dann hat das natürlich alles damit zu tun, dass Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können, obwohl sie arbeiten und über keinen gesetzlichen Mindestlohn verfügen. Ja, wir stocken dann überall Transfers auf. Das macht ihr im Moment, das finanziert ihr im Moment und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und deshalb gehören immer diese sozialpolitischen, arbeitsmarktpolitischen Fragen im Interesse der Betroffenen, aber auch im Interesse der Kommunalos mit in diesen Blick. Und da findet das ganze Thema gesetzlicher Mindestlohn, Equal Pay in der Leiharbeit, da findet die Frage Heizkostenzuschüsse bei der KDU und was auch immer alles. Das alles belastet euch ja und nimmt euch den Spielraum, sogenannte freiwillige Leistung im Bereich der Kulturarbeit, im Bereich der Jugendhilfe, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, eben völlig einzuschränken. Und ihr seid dann diejenigen, die vor Ort über die Frage der Schließung der Stadtteilbibliothek oder des Schwimmbades mit den Leuten diskutieren müssen, nicht wir. Wir nur sozusagen an zweiter und dritter Stelle abgepuffert schon durch euch. Und das sind Punkte, da werden wir unbedingt diskutieren müssen. Da können wir auch die Debatte und die Auseinandersetzung über die Frage lebendiges Gemeinwesen im Bundestagswahlkampf gut führen. So, jetzt zur Überleitung an Sven. Das letzte Thema, wenn es ein Beispiel gibt dafür, dass es, wenn wir uns alle wirklich zusammen hinsetzen und zusammen was machen, gut funktionieren kann und was erreichen kann, dann ist es zum Beispiel das Thema, dass wir es geschafft haben, die Herausnahme des Wassers aus der EU-Dienstleistungskonzessionsrichtlinie. Und das wird wahrscheinlich Sven, weiß nicht, was Sven macht, aber der Bogen zu Europa ist das. Ja, auf europäischer Ebene
Und wir haben alle zusammen das hingekriegt. Ihr habt Resolutionen in den Räten gemacht dazu. Ihr habt da Widerstand gezeigt und Leute mobilisiert. Die Bürgerinitiative Right to Water. Wir haben die Landesebenen dazu gekriegt, da aktiv zu sein. Die Bundesebene und vor allen Dingen die Europaebene. Und jetzt ist es geschafft. Die Herausnahme des Wassers, die Wasserprivatisierung wird dadurch verhindert. Und das finde ich einfach, ist ein toller Erfolg und zeigt die Verknüpfung nicht nur mit der Bundesebene, sondern mit der Europaebene. Vielen Dank. Applaus